Zack, und zum nächsten Video hier auf dem Kanal und zur nächsten Episode der 7-Minute-Squads. Wir sind heute wieder am Start und es ist die 17. Episode in FIFA 17 Ultimate Team. Das heißt, heute passend zum Team des Jahres hoffentlich eine richtig geniale Folge mal wieder mit unserer Challenge innerhalb von 7 Minuten ein Nolings Wasted Team zu bauen. Wenn wir es schaffen, dann ist die Challenge bestanden. Wenn nicht, müssen wir auf die Positionen, die noch nicht besetzt sind, Bronzespieler ohne Chemie stellen. Und je nachdem, wie lange wir vor der Zeit fertig sind, bekommen wir die Möglichkeit auszuwechseln oder nicht. Wenn es euch heute wieder gefallen sollte, lasst auf jeden Fall einen Daumen nach oben da. Würde ich mich tierisch über freuen. Videobeschreibung auschecken. 6% auf eure Coins bei IG Vault. Dazu selbstverständlich noch zu meinem Merchandise. Auch das könnt ihr auschecken. Nebenbei bei IG Vault gibt es mittlerweile auch FIFA Points, Microsoft Guthaben und PSN Guthaben, dass ihr mit den 6% reduziert bekommt. Und meine Social Media Links solltet ihr auf jeden Fall auschecken. Instagram und Twitter momentan sehr aktiv. Also lohnt sich da mal vorbei zu schneien. Wir haben mal wieder das Lineset der Team der Woche Spieler. Wir haben ein interessantes Team of the Week. Natürlich will man eigentlich eher auf diese Spieler hier raus. Team des Jahres, aber die werden in diesem Leistet wohl nicht drin sein. Ich habe leider Gottes kein Team auf die hier gezogen, wie ihr eventuell gesehen habt. Wenn ihr das Pack-Opening noch nicht gesehen habt von gestern, dann schaut hier auf jeden Fall nochmal vorbei. Es waren ein paar coole Spieler dabei, aber vor allem gab es mal wieder eine lustige Nebenstory. Ich bin gespannt, wem das Video gefällt, beziehungsweise wie es euch gefallen hat. Wir haben hier momentan auch ein paar Promo-Sets, unter anderem 100k-Sets, aber davon werde ich nicht Gebrauch machen, einfach weil mir die 55k-Sets schon den Rest gegeben haben. Ich hätte mal warten sollen, bis es die 100k-Sets gibt, aber dummerweise habe ich das nicht gemacht. Und dementsprechend haben wir jetzt nur noch dieses Team of the Week Leihspieler-Set. Ich habe auch von den Squad-Building-Challenge einige Sets gab, beispielsweise Jumbo Premium Gold Set, wo ich mal wieder einen Kane gezogen habe, den ich nur noch ziehe in letzter Zeit mit Smalling. Aber Walkouts habe ich in den ganzen FIFA Points, die ich gezogen habe, nicht gehabt. Vielleicht ja jetzt aber in diesem Leihspieler-Set. Ich bin sehr, sehr gespannt. Higuain und Eriksen sind die beiden Walkouts. Das wird beides nicht. Es wird eine große Sternschnuppe. Selbstverständlich ist ein Inform und es wird Olivier Giroud Mr. Scorpion Kick. Das ist auf jeden Fall nicht schlecht. Damit kann ich sehr gut leben. Vielleicht haben wir dazu noch ein cooles Rating. Zum Beispiel Tonelli. Ja, damit kann ich gut leben. Das sind zwei vernünftige Spieler. 83 und 85er Rating. Und heute habe ich sogar direkt Zeit, das Ganze fortzusetzen. Muss nicht cutten zwischen dem Squad, das ich baue, und dem, ja, quasi Ziehen der beiden Team der Woche Leihspieler. So, wir packen die mal in ein Team rein und ich würde sagen, welche Formation spielen wir da? Wir spielen 4-1-2-1-2 und zwar vorne mit Olivier Giroud auf der linken Seite und in der Innenverteidigung dann Tonelli. Bin ich mal gespannt, wie diese Kombination aufgehen wird, auch wenn es natürlich komplett unabhängig voneinander ist, weil der eine ist Innenverteidiger, der andere Stürmer. Übrigens, ihr hört es eventuell, ich bin ein bisschen krank, ich habe mich irgendwie erkältet. Ich weiß noch nicht ganz, wie ich das gemacht habe, aber es ist sehr, sehr ärgerlich, zumal ich extrem Halsschmerzen habe. Ich hoffe, das stört nicht. Oh. So, Freunde, da gab es eine kleine Störung, dummerweise. Deswegen dürfen wir jetzt anfangen, nachdem ich gerade 2 Minuten nochmal in meinem Zimmer rumschlawinern musste. Gut, 7 Minuten haben wir Zeit, wir starten durch. 3, 2, 1 und go. Und ich bin gespannt, was wir jetzt so hinbekommen werden. Ich hatte mir eigentlich was überlegt, aber die Idee ist jetzt schon wieder ein bisschen verschwunden. Was machen wir? Wir müssen Giroud verlinken, wir müssen Tonelli verlinken. Wir können erstmal gucken, Napoli, was hat Napoli für Innenverteidiger? Mir fällt da spontan nur Koulibaly ein. Habe ich auch. Gut, so, damit haben wir schon mal eine Sache geklärt. Torwart ist Nummer 2. Dann machen wir mal Inform Kanesis. Weil ich glaube, nach Griechenland gehen wir nicht mehr. So, die 6. Da könnten wir jetzt theoretisch einen nehmen. Das wäre sehr easy. Was haben wir für 10er aus der Premier League? Weil darauf kommt es an. Lanzini und Bojan. Haben wir da einen 6er in der... Oder haben wir irgendwie einen ZM, den ich da benutzen könnte? Für Mino ging er auch noch. Mino klingt eigentlich auch wieder mal sehr, sehr gut. Dembélé. Oh, dann geht mein Plan sogar auf. Weil dann nehmen wir hier Nainggolan hin. Die Sache ist jetzt nur... Hier vorne Welbeck. Brauchen wir einen rechten Mittelfeldspieler und einen linken Mittelfeldspieler aus Belgien. Und das ist so ein bisschen eine kritische Geschichte. Weil rechtes Mittelfeld gibt es, glaube ich, nur Bakali. Es gibt noch Dennis Pratt aus der falschen Liga. Rechter Flügel. Es gibt den Inform Carrasco, aber... Ach, Bakali habe ich sogar. Ja, perfekt. Jetzt brauchen wir mal einen linken Mittelfeldspieler. Und zwar auch aus Belgien. Und zwar im Idealfall nicht aus der... BBVA. Und da ist jetzt die Frage, was haben wir da? Ein Bier haben wir theoretisch. Nein, nicht ein Bier. Ein Bier einfach, nee, Bier heißt er nicht, ne? Ja, Bier. Oh, der Forster-Skills mittlerweile.
Ja, und sonst Premier League, wo wir ja aber schon drin sind. Wie sieht's auf dem linken Flügel aus? Haben wir da noch was Interessantes? Serie A. Lestien spielt mittlerweile bei Rubin Kazan. Wenn Rubin Kazan Linksverteidiger, können wir das machen. Ansonsten müssen wir wohl oder übel nochmal auf der rechten Seite gucken, ob wir da irgendwas Cooles haben. Fouquet, Buffel, also das sieht nicht gut aus. Wie sieht es mit dem rechten Flügel aus? Gucken wir da auch nochmal. Ronjo, ja, okay. Dann müssten wir das so machen. Was hat Lestien? Bitte lass Rubin Kazan einfach einen Linksverteidiger haben. Das wäre sehr schön. Ja. Ist schnell, das dürfte gehen. Dann brauchen wir noch einen Rechtsverteidiger von Sevilla und dann nehmen wir Joao Cancelo. Zack. Rote Karte, super. Haben wir noch einen anderen? Weil sonst muss ich da mal eben ein Spiel noch vorher machen. Das heißt, ich würde noch eben Deal With aufnehmen. Wie viele Minuten haben wir noch? Weiß ich nicht. Ich kann mal nachgucken, weil davon muss ich das Ganze eingeben. FC Valencia, nichts Spezielles, sondern normal. Montoya gibt es da noch. Montoya habe ich nicht, aber dann kaufe ich mir den mal eben. 700 Münzen vielleicht. Also wir sind fertig, ne? Zeit ist gestoppt. War okay. Ich weiß noch nicht, wie mir das Team gefällt, weil Lestien und Bakali halt nicht die idealsten Außenbahnspieler sind. Sind recht schnell unterwegs, sind auch mit, ja, zumindest einer mit Forster-Skills ausgestattet, aber halt irgendwie trotzdem nicht optimal. So, was mache ich hier jetzt? Kaufen. Zack. So. Dann noch den Kollegen Nabiulin, der offenbar teurer ist als unser Gold-Rechtsverteidiger, aber er ist halt auch schnell. Nur haben wir noch Maxime Lestien, der mittlerweile echt nicht mehr so aussieht, wie als er bei PSV war. Komm, 500 Münzen ist mir egal. Ja, gut. 450 Münzen. Und dann sind wir auf jeden Fall fertig. Es ist No Links Wasted, wenn ich mich nicht täusche. Und es, ja, wie gesagt, wir haben schnellen Stürmer neben dem langsamen Stürmer. Das ist schon mal für den Anfang nicht schlecht. Andererseits haben wir aber halt auch fragwürdige Spieler im Mittelfeld, weil die halt gut sind, aber nicht optimal. So. Passt alles. Wie viele Nationen und Ligen haben wir? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 Nationen und 4 Ligen. Ist das richtig? 8 Nationen, 4 Ligen. 8 Nationen, 4 Ligen. Das ist ordentlich, oder nicht? Ja, da könnt ihr mir gerne mal in die Beschreibung, in die Videokommentare schreiben, wie ihr das findet, das Team. Ob ihr das spielen würdet, ob das in euren Augen gut aussieht. Und ich suche in der Zwischenzeit mal einen Gegner und dann sehen wir uns gleich wieder. So, das gab jetzt gerade ein paar Aufnahmeprobleme, aber jetzt sind wir am Start und wir spielen gegen dieses Team. Ey, das ist stark auf jeden Fall. Bei Yi, Smalling, Shaw, Cech, Aurier, Krychowiak, Wants to Watch, dazu Kanté, Martial, Ben Arfa, Lacazette und Di Maria. Das ist eine Hausnummer. Mal sehen, wie wir dagegen halten können. Wir haben ein starkes Team, aber ob es dafür reicht, werden wir herausfinden müssen. Och nee, Alter. Ey, Mann! Bei mir läuft doch momentan Ultimate Team gar nichts. Ich spiele zwar auch nicht wirklich viel, aber das ist wieder so ein typisches Gegentor für mich. Direkt am Anfang der Partie, einfach weil der Abpraller genau vor die Füße vom Gegner fällt. Aber wirklich punktgenau, da hat er gar nichts gefehlt. Und Ben Arfa hat natürlich gar kein Problem, das Ding reinzumachen. Eigentlich waren wir gerade direkt am Anfang mit der ersten Chance der Partie richtig am Drücker. Aber da war dann irgendwie, keine Ahnung, Giroud wollte nicht schießen. Ah, ganz, ganz bitter. Mal sehen, was wir jetzt hier draus zaubern können. Dembélé läuft gut. Schlechter Pass, Alter, Mann. Ganz starkes Tackling von Montoya, das hätte ich so nicht erwartet. Danny Welbeck, Danny Well. Oh Gott. Lassen wir besser. Also das ist halt einfach so lächerlich, Mann. Warum kann ich nicht so ein Glück haben? Sorry, aber das ist... Ah, ey, meine Fresse nochmal. Das geht mir so auf den Keks momentan hier in diesem Spiel. Das ist halt einfach nur ein Ultimate-Team so bei mir. In jedem einzelnen Scheißspiel, das ich momentan mache. Ich meine, wir sind hier in Liga 2, das darf man nicht vergessen. Was ist das, Mann, Bakali? Willst du mich verarschen? Aber das ist... Sowas von widerlich, weil so macht es doch einfach keinen Spaß. Ich sehe es auch bei ganz vielen, beispielsweise bei Julius habe ich letztens wieder gesehen. Oh Gott, wie FIFA den wieder, naja, ich sag mal, penetriert hat, fast schon. Oh, und das ist einfach so schlecht. Oh, Giroud ist so schlecht bisher, das ist unglaublich, Alter.
ich kann absolut offensiv nichts machen. Es ist kein Spieler bei mir in der Offensive irgendwie mal wirklich aktiv. Welbeck macht nichts. Ich werde hier hinten verarscht bis zum geht nicht mehr. Und Giroud macht auch irgendwie nichts. Dembélé, gut, der hat hohe Arbeitsraten, aber von dem siehst du leider Gottes auch gar nichts. Jetzt vielleicht mal. Aber guck mal auch außen, Bakali läuft überhaupt nicht mit. Da ist absolut kein Elan dahinter. Irgendwie, ich weiß nicht, wie das so funktionieren soll. Jetzt wird er da gefoult. Es gibt immerhin mal einen Freistoß. Oh Gott, war das schlecht. Also, oh, das ist ja noch schlechter. Das muss normalerweise ein Tor sein. So, wenn du so... Nichts klappt. Weil er über die scheiß Grätsche rüberspringen muss. Kann er sich nicht richtig bewegen. Mann. So, jetzt Welbeck, komm. Lass mal einen hören. Oh. Es wird, glaube ich, nichts. Was ist das für ein Pass, Alter? Ich wollte neben mir, der gelaufen ist, den wollte ich anspielen und nicht irgendwie nach vorne bolzen, das Ding mit der Passtaste. Ich bin total verwirrt. Also, dass das Team so schlecht spielt, hätte ich echt nicht erwartet. Jetzt 3-0. Na, ja. Alter. Halleluja, Bakali. Toll, 70. Minute. Jetzt brauche ich auch nicht mehr treffen. Oh Gott, Alter, Tonelli. Ja, genau. Und begleite ihn noch. Gib Geleitschutz. Da ist es. Wenn ich Tackling drücke, dann sollst du den wegbashen. Und wenn du im Endeffekt eine rote Karte bekommst und einen Elfmeter, ist doch immer noch besser, als so ein dummes Gegentor zu passieren. Giroud ist übrigens eine absolute Flachzange. Ja, das war schlecht von mir gemacht. Aber der kann nix. Grätschen anscheinend, ja, aber offensiv kann er nichts. Also das Stellungsspiel von dem ist eine Katastrophe bisher. Vielleicht auch einfach an der Position liegt. Stürmer ist vielleicht nicht ganz so seins, vielleicht ist er eher Skorpion so. Ich weiß es nicht, aber das Team ist scheiße. Och, jetzt muss man Dambakali sich dann auch auf den Boden legen und so tun, als ob er verletzt wäre. Meine Güte nochmal. Liegen 4-1 zurück und man kann sich nicht mal ein bisschen berappeln und mal aufstehen. Das war auch eine Scheißflanke eigentlich. Ich muss wieder mehr Ultimate Team spielen, weil so ist das eine Katastrophe. So kann ich auch weder Dirbus noch irgendwas anderes aufnehmen. Eieiei, das funktioniert ja gar nicht hier. Krieg ich Gelb-Rot? Ach, schade. Ich hätte gerne Gelb-Rot gehabt eigentlich. Eigentlich wollte ich schon Glattrot mit Tonelli haben. Weil ich einfach so mad bin gerade. Das macht absolut keinen Spaß hier, weil nichts funktioniert. Bei ihm funktioniert alles und jeder Angriff wird zu einem Scheiß-Tor. Weil meine Defensive, das ist... Gott sei Dank, Alter. Nie wieder spiele ich so eine Scheiße. Die nächste Episode wird es erst geben, wenn ich wieder eingespielt habe im Ultimate Team. Das war ja katastrophal. Das war's von diesem Video. Wenn es euch trotzdem gefallen hat, lasst einen Daumen nach oben da. Ich bin durch für den Tag, ey. Oh. Ganz, ganz schlimm. Naja, aber so ist das. Wenn man nicht spielt, kann man auch nicht gewinnen. Wenn, vor allem, wenn man nicht besser werden. Aber 87 Passgenauigkeit, das ist ein Witz. Ich habe niemals 87% Passgenauigkeit. Naja, macht's gut. Bis zum nächsten Mal da rein und ciao.